Ich schreibe dir diesen Brief, obwohl ich nicht einmal weiß, ob er dich jemals erreichen wird. Und wenn du ihn bekommst, frag mich nicht, warum ich ihn geschrieben habe. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Vielleicht habe ich ihn deshalb geschrieben, weil ich viel Zeit hatte, über uns nachzudenken. Über uns und unsere Trennung. Vielleicht aber auch deshalb, weil ich dich einfach wiedersehen möchte. Deine Stimme hören. Dein Haar streicheln. Deinen Mund berühren. Oder hast du dich so sehr verändert? Ich weiß es und ich fühle es auch, dass ich dich heute mehr brauche, als es mir früher jemals bewusst war. Ich habe an deine alte Adresse geschrieben, in der Hoffnung, dass du noch da bist. Die alte Straße mit den riesigen Kastanienbäumen, die ich besonders im Herbst so liebte. Alles erinnert mich an eine wunderbare Zeit, an viele unvergessliche Stunden. Verstehst du, warum ich so gern an sie zurückdenke? Warum ich hoffe, dass dieser Brief zu dir findet? Vielleicht wirfst du ihn weg, ohne ihn zu öffnen. Vielleicht hoffe ich nur, dass du auf ihn wartest. Ich weiß nicht, wie du ihn aufnimmst. Kann dein Gesicht nicht sehen. Und das ist es, was mir im Augenblick so wehtut. Denn mit diesem Brief kann ich dir nicht alles sagen, was noch zu sagen ist. Aber trotzdem bleibt mir die Hoffnung, dass du jetzt weißt, dass es mich für dich noch gibt. Meine Hand zittert ein wenig. Und ich glaube, es ist die Angst. Die Angst, dich nie mehr wiederzusehen. Ich fürchte mich davor. Du könntest mir schreiben, dass du mich nicht mehr brauchst, mich schon längst vergessen hast. Wenn es wirklich so ist, schreibe mir bitte nicht zurück und vergiss meinen Brief. Ich will die Hoffnung behalten, solange es dich gibt.